Düpp, 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 düpp. Weh, das stimmt nicht. Dann bin ich angepisst. Aber nee, das müsste ja mal schon stimmen. So. Gut, wir sind da gekommen und starten natürlich da in den ersten Irrgarten rein. Den Irrgarten der Freude. Das wäre dann der da, oder? Nee, Moment, das ist 4. Achso, das ist ja 3, 2, 1. Das müsste der da sein, genau. So, da gingen wir da und dann das rüber und dann da hoch. Ja, sehr schön. So, und raus da. Und dann kam Irrgarten Nummer 2. Nee, das ist nicht Nummer 2. Moment. Doch, das passt schon so. Nummer 2. Da gehen wir da hoch. Das sieht noch ganz komisch aus. So, ich halte jetzt mit einer Hand mein Handy und mit der anderen Hand mache ich hier. So, das ist jetzt doof. Das muss ich jetzt ein bisschen drehen. So. Da hoch. Bis daher. Ich muss mir das selber ein bisschen so, so. Und dann sollte das so passen. Ja, das ist jetzt nämlich fies, weil jetzt habe ich die Fotos. Aber ich muss die natürlich drehen. So, hier und dann da durch. Ich kann mich erinnern. Dann da, ja, und dann das so. Und raus. So. Ja, haben wir gut gemacht. Sehr schön. Und so sind wir durch den Irrgarten gekommen. So, irgendwas passiert hier. Was passiert hier? Das habe ich natürlich nicht gesehen, was passiert. Oh, ach so. Ach, das Ding aktiviert sich wieder. Oh, toll. Neuer Laser. Yay. Bitte töte mich nicht, Laser. Wo feuerst du eigentlich jetzt hin? Also schräg, schräg hoch, oder? Ne, der feuert wieder Richtung Dorf, oder? So, wo feuert der jetzt hin? Aber genau durch. Sehr gut, okay. Ja. Haben wir gut hinbekommen. So, okay. Gut, dann gucken wir mal hier. Okay, hier gucken wir offensichtlich nicht, weil da kommen wir noch nicht rein. Obwohl da... Hi. Was willst du sagen? Ich darf hier nicht rein? Das werden wir dann schon sehen. So. Gut, aber ich würde sagen, liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein und, ach hey, ich glaube, das ist mit Zeit. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch wieder fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Witness, also gleich wahrscheinlich wegen Schneiden und so. Tschüss, Leute. Aufnahme, Ende. So, gut, und da bin ich schon wieder zurück hier bei The Witness und wir machen jetzt weiter hier mit dem, dann ich vermute mal, ja, dass da hier wahrscheinlich... Das Ganze zeitlich ein bisschen... was? Was habe ich da jetzt aufgezogen? Achso, ich muss da wahrscheinlich... Moment. Ah ja. Wo startet das denn? Moment, muss ich das jetzt nochmal aufziehen? Achso, das bedeutet Reset, oder? Das sieht fast so aus. Okay, ich muss hier... Ja, es ist echt die Frage, wo ich denn hier starten muss. Achso, da ist der Startpunkt. Okay. Ich gehe darüber. Ja, da durch dann. Nee. Ich muss da hoch. Okay. Blöd, dass hier der Start... Achso, da ist deshalb der Startpunkt nicht, weil sonst könnte ich das ja mit der UI mitnehmen. Gut, ich muss da vorne. Und dann da. Okay, das schaffen wir. Ich glaube, das schaffen wir. Komm, go. Da 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 da. Das ist die Frage, kann ich da jetzt runter auch noch? Ja, das sieht gut aus. Okay. So, dann hoch da. Tada! Cool! Schön, ja? Der Garten der Figuren. So. Hallo Figuren. So, gut, das wird jetzt ein bisschen lustiger. Moment, wo ich starte hier. Ach, das da vorne ist kaputt. Das ist nicht schön. Das ist kaputt. Hm. Muss ich es anders machen? Wenn das da vorne kaputt ist, hm. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Moment, ich darf hier... Hm, da hoch kann ich nicht...
Achso, ich muss so, okay. Ja gut, so geht's. Ich muss nur hier rum. Ich hoffe nur, dass da hinten nicht auch wieder irgendeins kaputt ist. So, so soll's eigentlich passen. Dann darunter. Nee, das passt. Huch, das passt so natürlich gar nicht. So dann durch? Nö, wahrscheinlich nicht, oder? Geht das so überhaupt? Warum kann ich das so machen? Hä? Ach, hier kann ich das so machen, oder wie? Nee, kann ich natürlich nicht. Okay. Gut, das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Wobei, achso, ich müsste eigentlich nur... Ja, bitte resetten. So, ich müsste eigentlich nur, wenn ich hier... Ich starte hier. So, ich könnte das so machen. Achso, ich brauche eigentlich nur hier... Ja, komm, das ist eh einfach. Ich brauche eigentlich nur... Ist es einfach? So. Nö, ist nicht, oder? So ist ja auch falsch. Ja, so ist auch falsch. Toll. Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen überfragt. Moment. Ja, das ist echt doof, dass das eine Teil kaputt ist. Also wenn ich hier jetzt... Moment, wenn ich hier jetzt nach oben... Ich muss da wahrscheinlich nach oben, damit ich das eine Teil da... Wobei, ich müsste das... Wenn ich in der Mitte... Ah, so geht's. Ja, ich glaube, ich hab's. Okay. Ich nehme mal da 1, 2, dann einmal durch die Mitte durch. Dann darüber, dann da hoch, damit wir die beiden mitnehmen. Oh. Das ist auch kaputt hier, oder wie? Ne, jetzt nach da runter. So, so müsste es jetzt passen, oder? Nicht? Haben wir was falsch gemacht? Moment. Warum passt das so nicht? Ich dachte, so passt das, oder? Ja, jetzt sind die einen weißen. Das müsste doch so passen. Ach so, weil die... Ah, verdammt, ich sehe gerade. Ja, weil die natürlich... Nee, ich muss das anders. Ich muss... Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, wie gut ich muss da... Ich habe es fast richtig. Ich muss nur eins weiter vorne nach oben schon mal. Also ich muss eins hier vorne da schon nach oben. Zack, zack, zack. Das war prinzipiell war es nicht zu falsch. So, dann werden die beiden hier ausgelagert. So, dann kommen wir hier, können wir da... Ich hoffe, das funktioniert hier. Okay, ich kann hier auf das vogelbekackte Ding kann ich rauf. So. Dann hier so. Und dann so. Jetzt müsste es passen, oder? Ja, wunderbar. Sehr schön. Super. Gut. Wow. Ist das ein Mülldieb? Der klaut Müll. Guck dir das mal an. Der klaut Müll. Wow. So. So. Was haben wir da? Seltsame. Ach ja, da. Okay. Gut, ist natürlich wieder so ein... Nein, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Das ist jetzt doof, weil ich nicht weiß, wie diese Muster funktionieren. Scheiße. Moment, ich gehe da mal nach oben. Was ist denn da? Da können wir runter. Boah, das ist echt doof, dass ich nicht weiß, wie diese Tetris-Blöcke funktionieren. Was haben wir denn da? Ein Schiffsfriedhof oder sowas? Wow. Oh. Ich laufe da trotzdem mal rum. War da irgendwo... Okay, ich kann da... Wow. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, was ich hier mache. Ich laufe einfach nur mal hier ein bisschen herum. Ah, ist da... Gucke mal, da ist... Ist das vielleicht so... Nee. Boah, ich finde es echt witzig, dass ich da echt hier überall herumlaufen kann auf diesen kaputten, rostigen Schiffkahn. Was? Ach, hey. Da haben wir da vorne jetzt vielleicht doch irgendwo so... Nee. Da vielleicht auch nicht. Man muss ja immer gucken, wo wir da eventuell dann rein können. Oh, da liegt was. Guck mal. Bitte einmal anhören. A ship owner was about to send to sea an emigrant ship. He knew that she was old and not well built at the first. That she had seen many seas and climes and often had needed repairs. Doubts had been suggested to him that possibly she was not seaworthy. These doubts preyed upon his mind. And made him unhappy. He thought that perhaps he ought to have her thoroughly overhauled and refitted, even though
This should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he succeeded in overcoming these melancholy reflections. He said to himself that she had gone safely through so many voyages and weathered so many storms that it was idle to suppose she would not come safely home from this trip also. He would put his trust in Providence, which could hardly fail to protect all these unhappy families that were leaving their fatherland to seek for better times elsewhere. He would dismiss from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of builders and contractors. In such ways, he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was thoroughly safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart and benevolent wishes for the success of the exiles in their strange new home that was to be. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that he was verily guilty of the death of those families. It is admitted that he did sincerely believe in the soundness of his ship, but the sincerity of his conviction can in no wise help him, because he had no right to believe on such evidence as was before him. He had acquired his belief not by honestly earning it in patient investigation, but by stifling his doubts. And although in the end he may have felt so sure about it that he could not think otherwise, yet inasmuch as he had knowingly and willingly worked himself into that frame of mind, he must be held responsible for it. Okay. William K. Clifford, also. 1874. So, jetzt ist nur die Frage, kommen wir hier irgendwie hoch auf das Ding? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Weil ich müsste da hinten, da ist definitiv was zum Checken hier unten, ja, zum Nachziehen. Aber da muss ich irgendwie auf das Dach hoch, aber ich glaube, ich komme da nicht hoch, oder? Komme ich da irgendwie hoch? Ich glaube ja eher nicht, oder? Da geht es nur wieder runter? Nee, ich glaube, ich komme da nicht hoch. Gut, dann ist vielleicht hier irgendwo von, ach, von da oben vielleicht. Ja, da muss ich echt gucken, dass ich auf dieses Schiff dann irgendwann runtergucken kann. Was ist das? Grün. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da drüben nicht auch wieder sowas sein sollte. Aber ich glaube wirklich, dass ich da eher mit einer anderen Perspektive von weiter oben irgendwie ran sausen muss. Was haben wir da noch? Gar nichts sonst. Nee, ich glaube auf das Schiff selber, das bringt mir jetzt gar nichts, dass ich hier herumsause. Ja. Ich habe jetzt echt ein Problem. Ich müsste wissen, wie das mit diesen... Da ist auch noch so ein Teil zum Nachfahren, aber da muss ich auch irgendwie... Ich habe keine Ahnung, von wo ich das machen soll. Vielleicht hier? Nee. Da ist zu... Nee, das ist zu... zu eng. Komme ich da überhaupt wieder raus? Hilfe! Bin ich jetzt für immer gefangen hier? Nee, da komme ich durch. Puh, gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht da hoch irgendwie? Von da oben? Nee, oder? Nee, komme ich nicht ran. Und da vorne dann auch nicht wirklich. Und ich weiß nicht, ob das nicht einfach so Dinger sind, die mich locken sollen, quasi verwirren. Ja. Gut, okay, also da auf dem Schiff, da war jetzt nicht wirklich was Interessantes. Was haben wir da? Oh, ein Stuhl! Das ist ja schön. Kann ich mich da hinsetzen? Nö. Einfach nur die Aussicht genießen. Ach, schön. So, gut, ich befürchte, es ist das erste Mal, dass ich da bei einem Rätsel nicht weitermachen kann, weil ich, wie gesagt, immer noch nicht weiß, wie das genau mit den Tetris-Blöcken funktioniert. Und natürlich, Leute, für alle, die das Spiel kennen, die wissen natürlich, dass das ganz einfach ist, ja. Aber nur ich, wie gesagt, ich weiß es leider nicht. Kann ich von hier oben nochmal nachfahren? Nee. Ich weiß es leider nicht, das ist mein Problem, darum bitte ich euch um Verzeihung, ja, dass ich das nicht gleich auf Anhieb schaffen werde. Und warum bin ich da eigentlich nicht hochgelaufen, weiß man nicht so genau. Da hätte ich eins überspringen können, oder wie? Nee. Aber kann ich hier vielleicht nach oben? Nee, da sind wir schon ganz oben, oder? Moment, kann ich hier beim Schiff irgendwas erreichen? Könnte das ein Kreis werden vielleicht? Ist jetzt ein Baum in der Nähe? Nö. Kein Kreis. Das grüne Ding da unten, ne?
Weil mit der richtigen Perspektive geht natürlich alles. Da vielleicht irgendwo? Nee, da, okay, da sehe ich dann sowieso nicht runter. Ja, gut, das hilft mir jetzt leider nicht weiter. Weil ich weiß halt nicht, wie das mit den Tetris-Blöcken geht. Dann werde ich hier leider nicht weiterkommen. Nee, komm, das brauche ich gar nicht probieren. Ich muss zuerst herausfinden, wie das mit den Tetris-Blöcken funktioniert. Aber es muss ja wohl irgendwo so ein bisschen so ein Lerndingens geben. Geht's da rein? Achso, da. Achso, da sind wir da. Okay, und da kommen wir da. Achso, da kommen wir auch raus jetzt, oder wie? Ach, das ist dieser Garten wieder? Klar, okay. Gut, da müssen wir... War ich da oben schon? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, genau, das ist der... Das aus... Nee, da war ich noch... Nein, da war ich noch nicht. Okay, aber egal, ich muss hier auf jeden Fall jetzt raus. Jetzt wieder raus aus dem Garten der Wahnsinnigen. Ich hoffe, ich merke mir das, dass ich hier noch was offen habe. Wahrscheinlich ja nicht, aber naja, schauen wir mal. Wir laufen einfach weiter. Wir haben ja noch genügend. Wir können ja noch so viel machen. So. Müsste ich vielleicht nochmal kurz hier irgendwo das Schiff finden mit der Karte. Was ist denn das hier? Oh, ein Geisterwald. Ah, schön. Wow, kleine Stacheln. Kann ich da... Autsch, autsch, autsch. Nee, geht so. Okay. So, da ist etwas oben auf dem Baum. Okay. Baumhäuser. Das sieht echt schon recht cool aus. Gut, jetzt sind wir wieder hier bei dem Schiff, aber von einem anderen Winkel. Ih, boah, das Wasser sieht ja nicht sehr appetitlich aus. Ist eher so ein bisschen Sumpfwasser. So, was haben wir da dann? Moment. Ein bisschen rumgucken. So, da kommen wir durch. Bringt das was? Nee. Oder kann ich hier jetzt vielleicht irgendwas anzapfen? Irgendeinen Kreis? Nee, eher nicht. Okay. Gut. Boah, dieses Wasser. Ih. Richtig eklig. So, da könnte ich noch runter. Aber da ist auch nicht wirklich was. Nee. Gut, dann... War hier ja, da oben ist das Baumhaus, aber ich befürchte ja nicht, dass ich da irgendwie hochkomme. Moment. Laufen wir doch mal da runter. Boah, diese Pflanzenwelt, Hilfe, ich traue mich da ja gar nicht mal durch. Oh, ich kann da auch gar nicht durch. Die sind fest, diese Pflanzen. Ah, da geht ein Steg. Ah, jetzt wird's interessant. Das ist Tetris-Block-Test, oder? So. Ja, das sieht gut aus. Okay, wenn ich jetzt hier... Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ich hier so mache... Nee. Okay, ich muss hier einen... Okay, passt. Ich muss hier auf jeden Fall... Also ich muss da so ein Einer-Dingens machen. So, und da muss ich jetzt ein Zweier-Dings wahrscheinlich machen, oder? Also so geht es wahrscheinlich nicht. Sondern wo das Ding drin ist, muss ein Zweier gemacht werden, oder? Ja. Okay, da müssen wir... Müsste dann so passen, oder? Ja. So, das wird jetzt interessant. So wird es ja nicht gehen, oder? Nee. Gut, dann machen wir so. Okay, es muss wirklich, wo der Block drin ist, muss immer so ein Vierer sein. Okay, verstehe. So, und da, ach ey. Wie sollte denn das jetzt gehen? Da muss ich so... Weiß nicht, stimmt das so jetzt? Sollte ja so stimmen, oder? Ja, okay, passt. Gut, ja, dann habe ich es eh gar nicht mal so verkehrt gedacht. So, jetzt schauen wir mal hier. Ah ja, okay, machen wir einmal den da, okay, so soll es passen. Aber es ist trotzdem immer eine Seite offen. So? Geht das so? Ja, geht so. Okay, also man kann es auch so... Okay, man kann es auch aufsummieren offensichtlich. Gut, dann müsste das so gehen. Okay, dann können wir da... Müsste das so gehen. Okay, ich glaube, ich check's. Okay, passt. Weißt du was, dann laufe ich nochmal kurz zu dem anderen Ding. So, das sollte eigentlich genau gleich funktionieren.
Warum mache ich das jetzt so kompliziert? Man weiß es nicht so genau. So.